Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich schließe nahtlos an die Begründungen der Kollegen Duda und Heinemann und möchte auch meine Beweggründe hier noch einmal erläutern. Der Kompromissvorschlag, den wir vorgelegt haben, hat zum Ziel, dass der Gottesbegriff, den wir hier nennen, tatsächlich ein inklusiver Begriff ist. Er möchte anknüpfen an unsere Wertmaßstäbe und Traditionen und er möchte eine Haltung deutlich machen. Es geht ausdrücklich bei dem Vorschlag, den wir Ihnen präsentieren, nicht darum, Kirche oder Nichtkirche, christlich oder nichtchristlich, Glauben oder Nichtglauben. Es geht lediglich darum, in dem einen Teil die Begrenztheit unserer Vernunft mitzudenken. Der Mensch ist allein durch seine Urteilskraft nicht vor Irrtum bewahrt. Und es geht um die Zusammenhänge der europäischen Dimension. Und sagen Sie nicht auch wie ich, dass diese große kulturelle Errungenschaft, die wir in Europa haben, es verdient, sich mit dem humanistisch-religiösen und kulturellen Erbe tatsächlich intensiver und philosophischen Erbe zu befassen. Es geht doch gerade um eine gemeinsame Kulturidentität. Was ist denn, wenn wir diese Werte weglassen? Was ist, wenn wir diese Leerstelle zulassen? Was ist, wenn wir anfällig werden für kulturellen, politischen, aber auch religiösen Missbrauch? Ich finde, Zukunft braucht Herkunft, aber Identität braucht Geschichte. Dabei geht es nicht nur um die klassisch-griechischen Philosophen. Es geht auch um das christlich-jüdische Wertefundament. Es geht aber auch um den Islam. Ich finde, Europa ist um eine Religion reicher geworden. Die Muslime, die bei uns leben, haben auf diesem Kontinent Fuß gefasst. Sie dürfen nicht ausgeklammert werden. In dem Angebot, was wir heute vorlegen, ist es gerade die Klammer, die wir anbieten, auch in den schwierigen Zeiten, die wir heute erleben mit ISIS und mit Missbräuchlichkeiten des Gottesbegriffes, ein Angebot zu machen. Und ich möchte erinnern an die Weltoffenheit Schleswig-Holsteins. Ich erinnere an große Theologen wie Johannes Bugenhagen, dem wir unsere Kommunalverfassung, unsere Universitäten zu verdanken haben. Ich erinnere an den großen dänischen Philosophen Søren Kierkegaard. Er hat gerade mit dem Thema Freiheit gründet nicht in Gott, Gott begründet Freiheit. Es gibt kein Entweder-Oder im Gottesbegriff, sondern es gibt im politisch-ethischen Wirken Maßstäbe für Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit. Diese großen Denker waren Theologen und Aufklärer, die dazu beigetragen haben, dass die Reformation und der Protestantismus im Norden so erfolgreich geworden ist. Die großen Zukunftsfragen, das Klima, die Menschenwürde, der Frieden, die Bewahrung der Schöpfung, liegen genau in diesem Geheimnis begründet. Ich glaube, dass wir bei der Frage der Verfassung diese Lösungsmöglichkeiten, diese Klammer nicht weglassen sollen. Ich werbe also für diesen Kompromiss. Ich werbe dafür, noch einmal in sich zu gehen. Für viele ist es vielleicht eine Entscheidung des Kopfes. Für mich ist es auch eine Entscheidung des Herzens. Vielen Dank.